Es gibt zwei einfache Maßnahmen, mit denen du die Anzahl und die Qualität deiner Auberginenernte maßgeblich verbessern kannst. Dabei rede ich jetzt nicht von so offensichtlichen Dingen wie zum Beispiel dem Standort, weil dass Auberginen sonnenhungrig sind, das ist klar. Sie kommen aus einer Region, in der die Sonne viel wärmer und länger scheint als bei uns. Das heißt, natürlich müssen Auberginen zuerst mal an einem sehr, sehr sonnigen Standort stehen. Minimum 6 Stunden, besser ehrlich gesagt Sonne von morgens bis abends. Hier die Aubergine vor mir, die sitzt in so einem Kortenstahl-Hochbeet. Das hier ist Süden, das also auch den ganzen Tag Sonne abbekommt, sofern sie denn scheint, und dass sich zusätzlich noch stärker erwärmt, weil sich die Erde in einem Hochbeet stärker erwärmt und in einem Stahlhochbeet noch mal stärker. Also Standort sonnig, das meine ich jetzt nicht. Das ist klar. Ich rede auch nicht davon, dass eine Aubergine sehr gut mit Nährstoffen versorgt werden muss, weil sie gehört wie die Tomaten oder auch die Paprika, Zucchini, Kürbisse zu den Starkzehrern. Deswegen muss man ihr beim Pflanzen auf jeden Fall ein bisschen organischen Dünger mit ins Pflanzloch geben und sie auch während der Wachstumssaison immer mal wieder mit einem Flüssigdünger versorgen. Ich mache das ganz gern mit einer Brennnesseljauche oder mit einer Beinwelljauche. Und man sieht es hier, naja, so ein bisschen, so ein bisschen zusammenkratzen. Ich mulche auch, das hier sind vertrocknete Brennnesselblätter, ganz gerne mit diesen Materialien, und durch den Regen werden dann auch die Nährstoffe davon eben in die Erde weitergegeben. Aber auch davon habe ich jetzt nicht geredet. Standortfragen und Nährstoffbedarf gehört sozusagen zu den Basics. Aber was ich meine, ist jetzt eher die Kür. Das kleine bisschen extra, das der Pflanze dabei hilft, sich voll und ganz auf die Ausbildung von aromatischen großen Früchten zu konzentrieren. Die erste, einfache, aber sehr zielführende Maßnahme ist das Ausbrechen der Königsblüte. Man muss die Königsblüte nicht in jedem Fall ausbrechen, aber ich habe hier ein Beispiel, wo ihr sehen könnt, was das doch für einen Unterschied machen kann. Es ist nicht so ganz eins zu eins zu sehen, das Beispiel, weil in dem Fall hier eine Pflanze sitzt im Topf und eine habe ich in die Erde eingepflanzt. Aber diese beiden Pflanzen habe ich zum selben Zeitpunkt vorgezogen. Dann habe ich bei dieser Pflanze hier die Königsblüte ausgebrochen und sie in die Erde gepflanzt. Diese Pflanze hat die Königsblüte und schaut mal, die steckt wirklich ihre ganze Kraft in diese eine Blüte, und sonst ist da nicht viel zu sehen. Das heißt, die bildet hier eine Blüte aus zu einem Zeitpunkt, wo sie überhaupt noch gar keine Kraft dazu hat, und die sollte man auf jeden Fall ausbrechen. Wenn ihr also die erste Blüte, die sogenannte Königsblüte, ausbricht, dann ermöglicht es ihr es der Pflanze, ihre Kraft zunächst einmal in Wurzelwachstum und in Blattwachstum zu stecken. Die Pflanzen haben halt so ein Programm, was sie abspulen. Die bilden eine Blüte, wollen daraus eine richtig tolle Frucht machen, damit sie sich eben vermehren können, und stecken erstmal ihre ganze Kraft in diese erste Blüte rein, weil der Pflanze selbst kommt es ja nicht darauf an, dass sie 10 Früchte ausbildet, sondern dass sie eben eine frühe Frucht ausbildet, die deren Samen ausreifen, sodass ihr Nachwuchs gesichert ist. Und als Gärtnerin ist meine Idee natürlich eher, dass sie 10 leckere Früchte hat, die ich ernten kann. Und das erreiche ich eben dadurch, dass ich diese erste frühe Blüte ausbreche und der Pflanze eben Zeit gebe, sich erstmal so richtig zu etablieren. Die zweite Maßnahme, die ich ergreife, um dafür zu sorgen, dass ich die Aubergine voll und ganz auf die Fruchtbildung konzentrieren kann, die kennt ihr auch schon von anderen Gemüsesorten, von den Tomaten zum Beispiel. Und das ist das Ausgeizen. Auberginen würden, wenn man sie wachsen lässt, wie sie wachsen wollen, sehr buschig werden. In jeder Achsel bildet sich ein Seitentrieb, und auch die Seitentriebe bilden jeweils wieder Seitentriebe. Wir bekommen also eine sehr buschige Pflanze. Wenn wir jetzt in einem Klima sind, wo es sehr viel Sonne, sehr viel Wärme gibt, dann ist das kein Problem. Dann können diese ganzen Triebe kräftig genug werden, dass sie auch wirklich Auberginen tragen können. Bei uns ist das eher nicht der Fall. Wenn die so eine riesige Blattmasse und so viele Seitentriebe bildet, dann geht da viel Kraft verloren. Die Triebe werden nicht besonders stark, also nicht besonders kräftig. Und wenn die Früchte ausbilden, dann drückt es die Triebe nach unten, oder die Früchte werden eben nicht groß, werden einfach nicht gut genug versorgt. Deshalb geize ich meine Auberginen aus. Ich entferne dabei aber nicht alle Seitentriebe, sondern ich lasse die Aubergine 3- bis 4-triebig wachsen.
Das heißt, ich suche mir, wenn die Aubergine gut eingewachsen ist, suche ich mir die 2 oder 3 stärksten Seitentriebe aus und lasse die stehen und alle anderen breche ich aus. Wenn wir uns zum Beispiel diese Aubergine hier im Beet anschauen, dann sieht man das schon ganz gut. Also die hat hier einen Seitentrieb, hier hat sie einen, hier in der Blattachsel wächst einer, hier oben bildet sich der nächste aus, hier unten sind auch noch welche. Also die ist sehr kräftig und gut und hat eben schon eine Menge Seitentriebe gebildet. Und ich suche mir jetzt eben die beiden kräftigsten aus. Das ist dieser und dieser hier. Ich nehme da gerne welche, die relativ weit unten sind. Das ist auch gut für das für den Schwerpunkt von der Pflanze. Und alle anderen Triebe breche ich jetzt einfach raus oder schneide sie ab. Also ich finde, die sind so weich, die kann man gut mit den Fingern rauszwicken. Das Gute bei den Auberginen ist, man muss pro Blattachsel den Seitentrieb nur einmal rausbrechen. Bei den Tomaten ist es ja so, dass in derselben Blattachsel immer wieder ein neuer Geiztrieb hochkommt. Die hat da ein schier unerschöpfliches Reservoir scheinbar. Bei der Aubergine ist es nicht so. Einmal ausgebrochen wird in dieser Blattachsel nichts mehr wachsen. Und ob ich jetzt die Seitentriebe ausbreche oder nicht, das kommt ein bisschen drauf an. Da gucke ich mir die Pflanze an, ist der Seitentrieb stark genug und wie viele Blätter sind da und muss ich die ausbrechen oder nicht? Da muss man einfach so ein bisschen ein Gefühl dafür entwickeln. Das merkt man aber auch. Kann die Pflanze Früchte tragen? Ist sie kräftig genug? Und wenn nicht, breche ich eben bei den Seitentrieben auch nochmal in den Blattachseln die Triebe aus. Ich zeige das jetzt nochmal hier an dieser Pflanze. Da sind die Seitentriebe schon ein bisschen größer. Hier habe ich 3 Seitentriebe stehen lassen. Und zwar diesen hier, dann den hier und den hier. Ich habe deswegen 3 stehen lassen, weil der untere, der ist halt noch ein bisschen mickrig und diese beiden haben schon Blüten und sind schon größer, aber den lasse ich dran, damit die Pflanze insgesamt stabiler bleibt. Und hier an dem Seitentrieb könnt ihr jetzt auch sehen, also auch an dem Seitentrieb sitzt in der Blattachsel, kommt wieder ein Seitentrieb raus und den kann ich jetzt hier auch entfernen. Und da muss ich halt einfach gucken, lasse ich welche stehen, lasse ich den zum Beispiel stehen oder mache ich den auch weg. Also man muss sie nicht alle entfernen, sondern einfach nur so, dass es ein vernünftiges Verhältnis von Blättern und Blüten bleibt. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass die Pflanze genügend Blätter behält, weil über die Blätter betreibt sie Photosynthese und ohne die Photosynthese wird das auch nichts mit den Früchten. Also nicht zu viel ausgeizen, 2 bis 3 Triebe stehen lassen, sodass die Pflanze dann mit dem Haupttrieb insgesamt 3 bis 4 triebig ist und bei den Seitentrieben ein bisschen Fingerspitzengefühl walten lassen. Jetzt bleibt mir nur noch euch eine gute Auberginensaison zu wünschen und solltet ihr euch schon mal gefragt haben, woran erkenne ich überhaupt, ob eine Aubergine reif ist, dann schaut euch doch bitte unser Video dazu an und lasst uns natürlich einen Daumen nach oben da, abonniert uns, das hilft uns wirklich sehr, aktiviert auch die Abo-Glocke, damit ihr keines unserer Videos verpasst. Ich sag tschüss und bye bye, bis zum nächsten Mal.